Yad Vashem, Jerusalem. Gedenkstätte für die Opfer des Holocaust. Millionen Menschenleben wurden in den Vernichtungslagern der Nazis dem mörderischen Rassenwahn geopfert. Im Angesicht des Schreckens macht es ein wenig Hoffnung, dass auch jener gedacht wird, die geholfen haben. Sie werden Gerechte unter den Völkern genannt, Lichter der Menschlichkeit auf den Gräbern der Geschichte. Der Gemeinde Chambon-sur-Lignon im Departement Haute-Loire ist hier ein Garten gewidmet. Er steht für ein ganzes Dorf unter den Gerechten unter den Völkern. Warum spielt Chambon eine besondere Rolle? Obwohl viele Gemeinden dieser Region an Rettungsaktionen beteiligt waren. Von Sainte-Agrève bis Faye-sur-Lignon. Unter anderem, weil die Gemeinde bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts benachteiligte Kinder bei sich aufnimmt. So wird aus Chambon und seiner Umgebung mitten im Nazi-Terror ein wahrhaftiges Lager des Lebens. Doch das gelingt nur mit Menschen, die andere für die gute Sache mitreißen. Und die gab es in Chambon. Neben Bürgermeister Charles Guillon, der nach dem Waffenstillstand 1940 zurücktrat, waren das zum Beispiel Roger d'Arcissac, ein Lehrer, der wie viele Lehrer damals auch Humanist war. Oder Édouard Theys und André Trocmé, die die Bevölkerung seit Juni 1940 mit ihren Predigten begeisterten und zum zivilen Ungehorsam aufriefen. André Trocmé war stark geprägt vom Ersten Weltkrieg. Als Jugendlicher hatte er im deutsch besetzten Nordfrankreich die Barbareien beider Seiten miterlebt. Danach setzte er sich sein Leben lang für den Pazifismus ein und verweigerte sich dem Handeln gegen das eigene Gewissen. Doch zunächst will er die Welt sehen und reist in den 20er Jahren nach New York, wo er den Rockefeller-Kindern Unterricht gibt. Hier lernt er seine Ehefrau Magda kennen, die ihn sein Leben lang als Gleichgesinnte unterstützen wird. Als Pastor in Maubeuge engagiert er sich in der Internationalen Friedensliga und setzt sich in seinen Predigten für die Versöhnung in Europa ein, während der Nationalismus immer mehr an Boden gewinnt. Da er sich allein seinem Gewissen verpflichtet fühlt, hat er bald einflussreiche Personen gegen sich. 1934 sucht er eine Anstellung in einem Pariser Vorort. Doch nur eine Pfarrei ist bereit, diesen sehr speziellen Pastor anzunehmen, Chambon-sur-Lignon. Sie verstehen sich sofort, dieser etwas andere Pastor und die Dorfbevölkerung, die einen Mann gerne nach dem ersten Händedruck beurteilt. Gemeinsam setzen sie sich fortan mit viel Elan für ihre Pfarrei und die Dorfgemeinschaft ein. Im Mai 1940 gerät die Welt aus den Fugen. Unerwartet besiegt die deutsche Wehrmacht Frankreichs Armee in einem schnellen Feldzug. Am 22. Juni unterzeichnet Marschall Pétain den Waffenstillstand, mit dem Frankreich praktisch seine Kapitulation erklärt. Die Menschen in Chambon wissen, was es heißt, von einer feindlichen Macht besetzt zu sein. Als Bürgermeister Guillon am 23. Juni sein Amt niederlegt, hält Pastor Trocmé eine bemerkenswerte Predigt. Frères et sœurs, Brüder und Schwestern, wie in der Bibel im alten Israel herrscht auch heute eine Zeit der Demütigung. Lasst uns demütig erkennen, welche Verantwortung für die Katastrophe wir selbst tragen.
Der Glaube an totalitäre Gewalt hat in den Augen der Welt erstaunliches Ansehen gewonnen. Auf uns und unsere Familien kommen schwere Zeiten zu, aber wir müssen versuchen, der Gewalt auf passive Weise zu begegnen. Wenn es nicht sofort gelingt, unsere Seelen unterzuordnen, so doch wenigstens unsere Körper. Jeder Christ hat die Pflicht, sich der Gewalt gegen sein Gewissen zu widersetzen, mit den Waffen des Geistes. Wir werden uns widersetzen, wenn unsere Gegner versuchen, uns zu Taten zu zwingen, die dem Evangelium widersprechen. Ohne Angst, ohne Hochmut und ohne Hass. Eine Zeit des Leidens liegt vor uns. Er war sehr autoritär und schlug mit der Faust auf den Tisch, selbst auf der Kanzel. Und er hatte den Mut, Dinge anzusprechen, die sonst niemand zu sagen wagte. Daran erkennt man Papas Haltung. Gemeinsam mit Thijs hat er klar Position bezogen. Man muss sich dem Bösen mit den Waffen des Geistes entgegenstellen. Das war gewaltloser Widerstand. Doch Trocmé redet nicht nur. Er will den Opfern helfen. Mit Unterstützung von Ex-Bürgermeister Guillon reist er nach Marseille und sucht nach Möglichkeiten. Er wandte sich an die Schweizer Hilfe, doch dort sagte man ihm, es gäbe bereits genügend Helfer, er werde nicht gebraucht. Also ging er zu den Quäkern und sprach mit einem Herrn Bruce Chambers. Der sagte, sie würden versuchen, Kinder und Menschen mit Gesundheitsproblemen aus den Lagern herauszuholen. Doch die Unterbringung bereite Schwierigkeiten. Dann fragte er ihn, ob in seinem Dorf nicht Platz wäre, Verfolgte unterzubringen. 1940 werden mehr als 40.000 Juden und ausländische Flüchtlinge in französischen Lagern festgehalten. Sie hausen in von Stacheldraht umzäunten Unterständen, werden schlecht versorgt und sind Krankheiten ausgeliefert. Die CIMAT, eine ökumenische Hilfsorganisation, darf Baracken aufstellen. Offiziell bieten Madeleine Barrault und ihre Helfer spirituelle und moralische Unterstützung. Doch als energische Organisatorin schafft sie ein Netzwerk mit dem Roten Kreuz und den Quäkern, um alle aufzunehmen, die unter medizinischen Vorwänden aus den Lagern herausgeholt werden können. Sie müssen aufgenommen und den Blicken der Polizei entzogen werden. Le Chambon mit seinen Kinderheimen in der Nähe eines dichten Waldes ist ideal geeignet. Hunderte jüdische Kinder, Ausländer und Franzosen werden aus den Lagern nach Chambon gebracht. Häufig bleiben ihre Eltern zurück, die sie nie mehr wiedersehen werden. In den Aufnahmehäusern gibt es nicht genug Platz und die Menschen müssen trotz rationierter Lebensmittel versorgt werden. Die einheimische Bevölkerung reagiert vorbildlich. Fast alle Frauen nehmen Flüchtlinge auf, die aufgrund von Hörensagen oder wegen der bereits hier lebenden Kinder gekommen sind. In der gesamten Region entsteht ein System der stillen Hilfe. Wenn der Zug mit der kleinen Dampflokomotive aus Saint-Étienne im Bahnhof von Chambon einfuhr, sah man eine riesige Dampfwolke. Aber allmählich löste diese Dampfwolke sich auf. Und was sah man dann? Scharen von Kindern. Die Fluchthelfer hatten sich abgesprochen. Sie holten die Kinder aus den Internierungslagern und brachten sie mit dem Zug hierher. Dann wurden sie in die Verstecke geführt. Nach der Ankunft werden die Flüchtlinge zu einem Hotel oder Pfarrhaus gebracht und später auf Pensionen und Bauernhöfe verteilt.
Schnell entstehen weitere Kinderheime. Hilfsorganisationen investieren heimlich in Chambon, damit immer mehr Flüchtlinge untergebracht werden können. Verfolgte aus halb Europa, die in ihrem eigenen Land unerwünscht geworden sind. Bei der Ankunft erzählen sie von dem seltsamen Gefühl, dass sie nicht mehr nur eine Häftlingsnummer, sondern endlich wieder Menschen sind. In diesem Heim lebten vielleicht 15 Kinder und die Stimmung war eigentlich ganz normal. Aber das Frühstück war schrecklich. Das Haus wurde ja von Schweizern betrieben und die setzten uns einen scheußlichen Haferbrei vor. Der Tag fing schlecht an, aber sonst war alles normal. Wir haben uns gewaschen und für die Schule fertig gemacht. Sonntags ging's in die Kirche, danach gab's Mittagessen. So liefen die normalen Tage ab. Es wurden Spiele organisiert, auch Gesellschaftsspiele. Die Damen haben sich wirklich sehr gekümmert. Ich sage Damen, weil sie die Häuser geleitet haben. Jeder einzelne von uns wurde verhätschelt. Sie hatten jeden im Auge und bewahrten uns vor allerlei Unfug. Es herrschte strenge Disziplin. Alles musste respektiert werden. Das lief sehr gut und wir hatten eine normale Kindheit. Wir haben dreifarbige Sträuße gemacht, mit verschiedensten Blumen und sie den Lehrern geschenkt. In der Schule war nicht viel los, aber ich habe Lesen und Schreiben gelernt. Es gab nur eine Klasse, in der ich gemeinsam mit meinem älteren Bruder war. So war das damals oft. Die Lehrerin passte auf und brachte uns Lesen und Rechnen bei. Morgens waren wir in der Schule und dann sind wir in Holzschuhen nach Hause gegangen und haben sie am Eingang ausgezogen. Damals hatten wir nur Holzschuhe, aber die Erinnerung an diese Zeit ist wunderbar. Ich habe immer Holzschuhe getragen. Wenn wir zum Holzschuhmacher ins Dorf gegangen sind, hatte der schon die passende Vorlage im Regal und sagte, komm morgen wieder, dann sind sie fertig. Dann haben wir sie anprobiert und sie passten wie angegossen. Das war echt toll. Kaum vorstellbar, dass die vielen neuen Mitbürger nicht auffallen in einer so dünn besiedelten Region. Die Zahlen sind umstritten, aber zwischen 1940 und 1944 müssen es zwischen 2500 und 6000 jüdische Kinder und Jugendliche gewesen sein. Die Gegend in den Cevennen ist landwirtschaftlich geprägt. Ein großer Vorteil für die Flüchtlingshilfe. Alle Bauernhöfe sind bewirtschaftet und es gibt genug Arbeitskräfte. Die Märkte der Region ziehen Menschen von weit her an. Jeden Tag stehen Hunderte aus der Stadt Schlange. Sie haben leere Koffer dabei, die sie später vollgefüllt zum selben Bahnhof ziehen, auf dem auch die Illegalen ankommen. Die mischen sich einfach unter die Menge. Die zahlreichen illegal untergebrachten Kinder, für die es viel Unterstützung von Freiwilligen gibt, werden auch erzogen. Religiöse Bekehrungsversuche allerdings gibt es kaum und man versucht, jüdische Kinder so weit wie möglich auf konfessionslose Schulen zu schicken. An den Schulen gelten im Prinzip die Rassengesetze des Vichy-Regimes. Die Lehrer müssen Listen ihrer jüdischen und ausländischen Schüler führen und sie melden. Aber in den Schulen von Chambon und Umgebung läuft der Unterricht auch mit den illegalen Schülern ganz normal. Schuldirektor Roger Darcissac setzt sich gegen geltendes Gesetz für die Aufnahme von Flüchtlingen ein. Doch das Vichy-Regime hat ihn aufgrund seiner politischen Aktivitäten vor dem Krieg im Visier. Ohne sich über seine berufliche Zukunft und seine Sicherheit Gedanken zu machen, nimmt er illegale jüdische Schüler in seine Klassen auf. Den Behörden meldet er sie unter falschen Identitäten. Im Handumdrehen werden so aus jüdischen Kindern Christliche. Wenn Roger Darcissac gefragt wurde, ob sein Klassenbuch oder seine Schülerliste jüdische oder gesuchte Kinder enthalte, schrieb er: keine.
Er war ein guter Mensch, einer der drei bedeutenden Männer von Chambon-sur-Lignon. Um 1000 Dinge hat er sich gekümmert, auch um Filmvorführungen. Ich erinnere mich noch an eine dieser Vorführungen im Klassenzimmer der Schule. Der Film hieß »Die Damen mit den grünen Hüten«. Das war toll. Er hatte einen Filmvorführer eingeladen. Oft riss der Film oder der Strom fiel aus. Ich glaube, es hat 8 oder 10 Stunden gedauert, den ganzen Film zu sehen. Die Region liegt auf über 1000 Metern über dem Meer. Das Klima ist rau. Doch alle helfen sich gegenseitig und im Schnee haben die Kinder besonders viel Spaß. Im Winter sind wir mit dem Schlitten ins Dorf gefahren. Während des Krieges gab es strenge Winter in Chambon. In dieser Region fallen 1-2 Meter Schnee. Manche sind Ski gelaufen, aber ich war noch zu klein und wollte das nicht. Ich bin Schlitten gefahren. Entschlossen verweigert sich Chambon der Propaganda des Vichy-Regimes. Porträts von Marschall Pétain findet man in den Klassenzimmern nicht. Auch der vorgeschriebene Fahnengruß wird umgangen. So wächst die Jugend behütet in einer Atmosphäre des Wohlwollens auf. Das gilt auch für das legendäre Collège Sévignol. 1937 gründet Magda Trogmé, die Frau des Pastors, eine weiterführende Schule für Jugendliche, die zur Kur in der Gegend sind. So entsteht in einer Zeit, als über dem politischen Europa schwarze Wolken aufziehen, eine offene, pazifistische, internationale Schule, die von der Enge des Nationalismus befreit ist. Von Anfang an wird das College vom Geist der pazifistischen Pastorenfamilie geprägt. Erst kommen Flüchtlingskinder aus Spanien, dann aus dem Osten Europas. Unter den Flüchtlingen sind hervorragende Lehrer, die das Vichy-Regime aus politischen oder rassistischen Gründen vom Schuldienst ausgeschlossen hat. So arbeiten Christen und Pazifisten gemeinsam mit Juden und Idealisten. In den 4 Kriegsjahren halten sie Konferenzen ab, leiten Lerngruppen und sorgen für eine ganz besondere Stimmung in der Gemeinde. Da zum Bau eines Schulgebäudes das Geld fehlt, werden die Klassenzimmer im ganzen Dorf verteilt, wo immer man Räume mieten kann, selbst an der Rückseite der Kirche. Manche Fächer werden in Hinterzimmern unterrichtet, aber es geht auch ganz anders. Hattest du Italienisch bei Magda? Nein, ich hatte kein Italienisch. Ich schon. Ach ja? Ich hatte Italienisch bei Magda. Wir waren 10, aber es gab nur einen Italienischkurs für alle. Das waren also ganz schön viele. Also hat sie Italienisch unterrichtet und wir haben gleichzeitig Kartoffeln geschält. Das war aber praktisch. Wir hatten einen kleinen Korb, ein Messer und haben Kartoffeln geschält. Alles auf Italienisch. Einmal kam sie zu mir und sagte auf Italienisch, ich kann das jetzt nicht mehr auf Italienisch wiederholen. Renato, geh mir schnell bei Mutter Robert ein paar Möhren kaufen. Erinnerst du dich noch an Mama Robert? Sie meinte, lass anschreiben, du musst nicht bezahlen. Also habe ich 4 Kilo Möhren gekauft und bin schnell zurückgelaufen, in die Italienischstunde. Nicht den Unterricht schwänzen. Im Juni 1942 lässt die Regierung von Vichy über die Rassentrennung abstimmen. Französischstämmige Juden müssen den gelben Stern tragen. Kurz danach beginnen die Razzien. Die Nazis wollen nur erwachsene Juden deportieren. Laval gibt ihnen auch die Kinder. Nach der Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942 wird der Holocaust vom Staatsapparat unterstützt. Während an der Ostfront Einsatzgruppen Hunderttausende russische Juden erschießen, beginnt der fabrikmäßige Massenmord. Mit der Eisenbahn sollen die Juden Europas zu Orten transportiert werden, die damals noch kaum jemand kennt. Sie heißen Auschwitz, Treblinka oder Majdanek. In jüdischen Kreisen verbreitet sich der Name Chambon wie ein Lauffeuer.
Die Hilfsorganisation OSE gründet das geheime Netzwerk Garel. Sein Ziel, jüdische Kinder vor dem Transport in den Osten zu bewahren. Mehrmals im Monat nimmt Madeleine Dreyfus den Zug in Lyon und begleitet bis zu 10 Kinder nach Chambon. Im Dorf bringt sie sie in ein Hotel. Von dort werden sie von Madame Deléage in der Gemeinde verteilt. Doch schon bald sind die Aufnahmekapazitäten erschöpft und geheime Fluchtwege, vor allem in die Schweiz, werden immer wichtiger. Die christlichen Pfadfinder erkunden mehrere Übergänge in die Schweiz. In dieser Situation erscheint plötzlich die Staatsmacht auf der Bildfläche. Staatssekretär Lameyron kommt nach Chambon. Noch im Auto wundert er sich über die nicht beflaggten Fenster und das fehlende Begrüßungskomitee. Kühl wird er schließlich von den Pastoren Theis und Trocmé empfangen, die ihrem Gast den Sportunterricht am College zeigen. Die Pastoren bleiben im Hintergrund, weil sie nicht am öffentlichen Auftritt teilnehmen wollen. Lameyron steht inmitten von Kindern, die dem großen Herrn in Uniform guten Tag sagen. Doch er scheint sich unwohl zu fühlen. Und es kommt noch schlimmer für den Staatssekretär in diesem Dorf der Unbeugsamen. Als er die Kirche verlässt, sprechen ihn Schüler an und übergeben ihm einen Brief. Empört beginnt er, den Protestbrief gegen die Razzien in Paris zu lesen. Darin steht auch, dass unter ihren Mitschülern Juden seien und dass sie versuchen würden, sie bestmöglich zu verstecken. Lameyron macht Meldung beim zuständigen Präfekten. Die Präfektur fordert umgehend Trocmé, Theis und den Bürgermeister auf, eine Liste aller in Chambon untergebrachten Juden zu erstellen. Trocmé antwortet: Uns ist egal, wer Jude ist. Für uns gibt es nur Menschen. Die Reaktion der Behörden lässt auf sich warten. Doch allen ist klar, die Region ist in Gefahr. Die Polizei begann mit Razzien in den Dörfern und auf Bauernhöfen. Alle Ausländer sollten zur Überprüfung festgenommen werden. Am 25. August 1942 wollte die Gendarmerie eine Großrazzia durchführen. Doch sie blieb erfolglos, weil die Präfektur gewarnt hatte. Das Sekretariat der Präfektur hatte die Post informiert. Die wiederum hat die Pfarreien und die Schule von Darcissac gewarnt. Als die Gendarmen am 26. August im Coteau Fleury ankamen, fanden sie keinen einzigen Flüchtling. An manchen Abenden sagte man uns: Kinder, morgen gehen wir im Wald Heidelbeeren sammeln. Wir waren außer uns vor Freude. Dann zogen wir los und nahmen Körbe zum Sammeln mit. Es ging frühmorgens los und wir verbrachten den ganzen Tag draußen. Wir sangen, pflückten Beeren, kletterten auf Bäume und hatten jede Menge Spaß. Es war großartig. Abends kamen wir heim. Das kam mehrmals vor. Erst nach dem Krieg habe ich erfahren, was in dieser Zeit wirklich geschehen ist. Am Vortag kam ein Radfahrer bei den Heimen vorbei und warnte, dass es Besuch von der Gendarmerie oder von den Deutschen geben werde und wir verschwinden müssten. Als sich die militärische Lage gegen Hitlers Deutschland wendet, nimmt die Verfolgung in den besetzten Gebieten noch zu. Der Druck auf die Helfer von Chambon steigt. Ein Hotel im Ort wird beschlagnahmt, um an der Ostfront verletzte deutsche Offiziere unterzubringen. Das Kinderheim Tonsoli liegt direkt neben dem Hotel. Im Sommer tummeln sich jüdische Kinder und genesende deutsche Offiziere gemeinsam im Wasser des Lignon. Am 22. Oktober 1942 wird Daniel Courtet, ein 25-jähriger Schweizer Pastor, in die Pfarrei von Fay-sur-Lignon versetzt. Schnell weihen ihn seine Kollegen ein und er engagiert sich mit aller Kraft für die verbotene Rettungsaktion. Bei einem Besuch des Nachbarhauses wird er ins Café de Vastre gerufen. Pastor Besson will ihn am Telefon sprechen.
Courté ist erstaunt. Sein Pfarrerskollege besteht darauf, dass er sofort ein Buch abholen kommt. Courté versteht nicht gleich und Besson sagt ungeduldig: Das Alte Testament, du Dummkopf. Da begreift er, dass ihm ein Jude anvertraut werden soll. Die Pfarreien dienen als Drehkreuze. Hier kommen Flüchtlinge unter, bevor sie an andere Orte gebracht oder Schleppern übergeben werden. Um die Polizei zu täuschen, müssen Papiere beschafft werden. Oskar Rosowski kommt 1942 mit seiner Mutter nach Chambon. Aus dem Lager von Rivesaltes hat er sich selbst mit gefälschten Papieren entlassen. Er wird auf dem Bauernhof von Familie Héritier untergebracht und stellt sein Fälschertalent in den Dienst der Gemeinde. Innerhalb von 2 Jahren fertigt er mit ein paar Helfern 6.000 gefälschte Formulare an. Obwohl sie die Bauernfamilie in Lebensgefahr bringen, werden sie geschützt und versorgt. 2 Bienenkörbe werden geopfert und dienen als Versteck für die Fälscherutensilien. Rosowski hat Großes geleistet. Er kam aus Marseille und hat für uns falsche Papiere angefertigt. In diesem Sinne war er wirklich ein Held. Gabi Barrault ist vor ein paar Monaten verstorben. Auch sie hat geholfen, sichere Dokumente herzustellen. Ich habe nachts Papiere gefälscht und Stempel nachgemacht. Die Leute brachten ihre Personalausweise und Fotos. Dann haben wir die Stempel gemacht und sie aufgedrückt. Im Rathaus wurde ja offiziell nichts beglaubigt. Bei den Kontrollen fiel nichts auf. Einmal hatte ich den Kram zum Fälschen in einem blauen Koffer dabei und fuhr nach Isangeaux, um die Arbeit dort zu machen. Den Bahnhof in Chambon wollte ich meiden, weil da die Deutschen waren. Also ging ich zu Fuß nach Celle und nahm den Zug nach Isangeaux. Er hatte Waggons mit Abteilen, aber keine Gänge. Ich mach die Tür auf und da sitzt da ein Deutscher. Oh Gott, dachte ich. Aber er nahm den Koffer und legte ihn ins Netz. Ich war heilfroh, als ich aussteigen konnte. Auch Roger Darcissac hat viele falsche Papiere gemacht. Oft wurden sie von seiner Tochter Paquerette und seinem Sohn Marco ausgegeben, die sich um die Vorgänge im Rathaus gekümmert haben. Wenn Flüchtlinge um gefälschte Papiere baten, hat der Bürgermeister, Monsieur Fraché, sie zwar nicht selbst abgestempelt, aber er hat sein Büro kurz verlassen. Die Stempel für die Beglaubigung der Papiere ließ er da. Auch Mireille Philippe hat Ausweise gefälscht. Auf einer Fahrt nach Saint-Étienne gab es einen kritischen Moment. Magda Trocmé schreibt hier: Ich musste nach Saint-Étienne fahren. Erinnern Sie sich noch an Mireille Philippe, der Frau von André Philippe, der mit de Gaulle in London war? Mireille Philippe hielt sich während des Krieges in Chambon auf. Einmal fuhr ich also nach Saint-Étienne. Mireille Philippe bat mich, Monsieur Malicot eine Schachtel zu bringen, die er mir zurückgeben sollte. Ich weiß nicht, worum es ging. Man hat mir nur gesagt, in der Schachtel seien Haferflocken. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber als Kinder haben wir ständig Haferbrei gegessen. Ich dachte wirklich, dass Haferflocken in der Schachtel sind. Später erfuhr ich, dass in der Schachtel tatsächlich Stempel waren, mit denen Ausweise gefälscht wurden. Genau diese Stempel haben wir hier wiedergefunden. Yvette hat sie unter den Sachen ihrer Familie gefunden. Aber wo die herkamen, weiß ich nicht. Solche Stempel hier, wie die offiziellen. Außerdem haben wir noch Arbeitserlaubnisse und Lebensmittelkarten gefunden. Alles noch nicht ausgefüllt. Madeleine begleitet ihre kleinen Schützlinge weiterhin auf der Bahn. Am 27. November 1943 gerät sie in Villeurbanne, in der Schule für Taubstumme, in eine Falle.
Sie reist zwar nicht mit falschen Papieren, aber ihr Ausweis trägt den Stempel Jüdin. Sie wird nach Montluc, dann nach Drancy und schließlich nach Bergen-Belsen verschleppt, kehrt aber lebend zurück. Wenn jemand ausfällt, wird er im Netzwerk ersetzt. Gewalt und Angst können den Elan der Helfer nicht erschüttern. Es wurde viel von der Schweiz gesprochen. Manche Freunde waren plötzlich weg und ich wusste, sie sind jetzt in der Schweiz. Manchmal kamen Schlepper vorbei und brachten weiße Schokolade mit. So habe ich weiße Schokolade überhaupt erst kennengelernt. Die erste Fluchthelferin in Chambord war Mireille Philippe, die Ehefrau eines Abgeordneten im Departement Rhône, der später unter de Gaulle Minister wurde. Sie hat Flüchtlinge in einem Zug begleitet, der über En Masse in die Schweiz fuhr. Wenn die Route zu gefährlich wurde, übernahm Charles Piton die Mission. Er war 17, ging auf die weiterführende Schule und schaffte es über Schleuser, die Flüchtlinge in die Schweiz zu bringen. Ces réfugiés et arrivent à les faire passer en Suisse. Mireille ist häufig über die grüne Grenze und durch unterirdische Tunnel gegangen. Gemeinsam mit anderen konnte sie viele Juden in die Schweiz bringen. Wenn sie den Zug nahm, hat sie sich als Eisenbahnerin verkleidet. Das ist eine nette Anekdote. So konnte sie die Grenze passieren. Denn Eisenbahner wurden nicht von der Polizei kontrolliert. Die war im Zug und ging ihrer Arbeit nach. Der Zug hielt, man stieg in einen anderen oder in einen Bus. An jedem Halt übernahm ein anderer Helfer. In Amerika heißt das Underground. So haben sich die Schwarzen damals aus dem Süden in den Norden gerettet. Durch den Wald brachten wir sie bis La Bâtie-d'Andor, dann nach En Masse, wo sie in einem Nonnenstift aufgenommen wurden. Danach brachte sie ein Pastor rüber. Ich bin auch nach Bâtie-d'Andor gefahren. Wir haben im Heu geschlafen, weil kein Platz war. Alle waren beschäftigt, aber nach ein paar Tagen konnten viele im Kloster schlafen. Und dann ging es weiter. Angesichts von Razzien ohne Ergebnis will die Staatsmacht durchgreifen. Am 13. Februar 1943 nehmen französische Gendarmen die Pastoren Thays und Trocmé sowie den Lehrer Darcy Sack fest. Sie werden ins Lager Saint-Paul-de-Joux in der Haute-Vienne gebracht. Holzbaracken hinter Stacheldraht, Wachtürme und Schießbefehl für die Wachen. Die Bevölkerung von Chambon ist schockiert. Die Kinder schreiben den Gefangenen Briefe und erzählen, wie sehr sie sich langweilen ohne die beiden Pfarrer. Sie fühlen sich als doppelte Waisen. Die Pastoren erhalten mehr Päckchen als die anderen Gefangenen und teilen ihre Rationen. Im Lager mit größtenteils kommunistischen, also politischen Häftlingen, versuchen sie, ihr Leben zu organisieren. Selbst hinter Stacheldraht wollen sie sich nichts vorschreiben lassen. Darcy Sack beschafft sich einen Fotoapparat und benutzt ihn vor den Augen der Wächter. Auf Initiative von Edouard Theis veranstalten die Pastoren sonntags Gottesdienst. Frei wird über Christentum und Marxismus gesprochen. Die Ausmaße der Veranstaltung sind der Lagerleitung nicht geheuer. Ein Polizist nimmt in der ersten Reihe Platz und schreibt mit. Doch es gibt nichts zu vermerken. Währenddessen reißt der Strom an Post aus der Heimat nicht ab. Mon cher Papa, je te fais une... Lieber Papa, ich schreibe dir einen langen Brief und schicke ihn über die Trocmes. Mama hat dir heute auch eine Karte geschrieben. Wir haben heute deinen langen Brief bekommen und freuen uns sehr darüber. Jetzt, wo ich von Weitem gesehen habe, wo du bist, kann ich mir alles viel besser vorstellen. Ich will dir von Chambon erzählen. Am Donnerstag gab es eine neue Razzia.
Am Morgen hat man es Mama gesagt. Ich habe viele Leute beim Rathaus gesehen. Im Untergeschoss wurden 10 junge Leute festgehalten. Wir durften aber zu ihnen gehen und ihnen Proviant und Tabak bringen. Mittags kam ein Bus. Beim Einsteigen sangen die Jugendlichen, das ist nur ein Auf Wiedersehen. Kurz vor der zweiten Strophe fuhr der Bus los. Jugendliche, die vor dem Bus standen, wurden zur Seite gedrängt und dann fuhr er los. Überall traurige Gesichter. Vorher hat sich Le Forestier mit den Gendarmen angelegt. Er rief, bringt mich doch ins Lager, ist mir egal. Der Doktor fuhr mit dem Auto nach Puy. Dort hat er es geschafft, 3 Jugendliche freizubekommen, die noch nicht 18 sind. Morgen Arbeit in Geometrie. Dein Sohn umarmt dich fest, dein Marco. Nach 6 Wochen trifft der Befehl zur Freilassung der 3 Männer ein. Sie werden zum Leiter des Lagers gebracht und sollen eine Erklärung unterschreiben, mit der sie sich verpflichten, sich an die neue soziale Ordnung zu binden und den Marschall von Frankreich, den Staatschef, zu respektieren. Zuwiderhandlungen sollen streng bestraft werden. Als Beamter sieht sich Darsissac gezwungen zu unterschreiben. Die beiden Pastoren weigern sich und schreiben, als Geistlicher kann ich mich an keine neue soziale Ordnung binden. Darsissac wird freigelassen, die Pastoren bleiben in Haft. Am nächsten Morgen werden sie erneut zum Lagerleiter gebracht, der ein Telegramm von der Vichy-Regierung erhalten hat. Die Geistlichen werden jetzt ohne Unterschrift freigelassen. Vermutlich war den Behörden die Zahl von Beschwerden gegen ihre Verhaftung einfach zu groß geworden. Der Arzt von Chambon, Dr. Le Forestier, ein Widerständler, spricht in den Cafés die Jugend an, damit sie den Arbeitsdienst in Deutschland verweigern. Damit geht er ein großes Risiko ein. Obwohl ihn die Polizei und die Deutschen beobachten, behandelt er verletzte Widerstandskämpfer. In Puy wird er festgenommen und wenige Tage vor der Befreiung erschossen. Ich habe mich auch vor dem Arbeitsdienst versteckt, denn ich war Techniker und die wurden gesucht. Ich habe einen Brief mit einem Scheck über 2000 Francs bekommen, meinen Koffer gepackt und mich versteckt. Als die Vichy-Leute kamen, war ich mit meinen Brüdern im Nachbarzimmer. Wir sind auf den Dachboden und von da in den Wald. Erst in der Nacht sind wir zurückgekommen. Meine Eltern meinten, wir würden jetzt als Verweigerer geführt. Die bitterste Episode in Chambon ist wohl die Razzia in der École de Roche. Im Hotel de Roche sind in 30 Zimmern ausländische Erwachsene im Alter von 20 bis 30 Jahren untergebracht. Die meisten Juden. Am 29. Juni 1943 wachen die Bewohner morgens um 6:30 auf. 15 Männer haben das Haus umstellt. Keine Franzosen, sondern Gestapo. Niemand war gewarnt worden und das Haus ist voll. Alle Flüchtlinge werden festgenommen. Der Leiter des Hauses, Daniel Trocmé, schläft nicht vor Ort und erhält eine Nachricht, dass er in den Wald fliehen soll. Doch er entgegnet, nein, ich bin für mein Haus verantwortlich. Er will die Flüchtlinge nicht allein lassen. Im März 1944 wird er ins Vernichtungslager Majdanek gebracht. Noch keine 32 Jahre alt. Im Sommer 1943, nach ihrer Entlassung aus der Haft, erfahren die Pastoren Thais und Trocmé, dass sie auf der schwarzen Liste der Gestapo stehen. Sie sind geflohen ins Departement Ardèche. Aber Thais, der nicht untätig bleiben konnte, begab sich dann auf die andere Seite der Rhône, um Flüchtlingen über die Grenze in die Schweiz zu helfen.
Auch in Chambon gibt es einen Spitzel. Er heißt Proly, ist gerade mal 20 und arbeitet für die Polizei von Vichy. Die Dorfbewohner meiden ihn. Niemand will mit ihm ins Gespräch kommen. Der zivile Widerstand bat den bewaffneten Resistant Praly zu eliminieren. Daraufhin kamen zwei Mitglieder der Resistance vom Mont Egal aus einem Wald und haben Praly in der Bahnhofstraße erschossen. Im Juli 1944 erhält Chambon Besuch von Virginia Hall von der Resistance. Mit den von ihr veranlassten Fallschirmabwürfen können hunderte Widerstandskämpfer mit Waffen und Sprengstoff ausgerüstet werden. Sie tragen dazu bei, die deutschen Truppenbewegungen zu verzögern nach den Landungen der Alliierten im Süden und in der Normandie. Die Befreiung war großartig. Ich erinnere mich noch gut daran. Die ersten Truppen waren kurz vor Chambon. Damals waren die Straßen noch nicht geteert und bestanden einfach aus Erdboden. Mitten in der Nacht dann das. Das waren die Panzer. Am nächsten Tag waren sie da. Wir sind draufgeklettert und haben wie überall die Befreiung gefeiert. Doch eines ist in Chambon anders. Die Gemeinde hat Tausenden das Leben gerettet und macht jetzt kaum Aufhebens davon.